Ja, hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Absturzzock Days Gone. Wir sind immer noch unterwegs. Letzte Folge haben wir hier das allerletzte Plündercamp ausgeschaltet. Und heute würde ich gern mal schauen, wie wir denn zu diesem Nero-Kontrollpunkt kommen, der da unten auf dieser kleinen Insel ist. Scharfschützenhinterhalt, warum? Lasst mich bitte in Ruhe. Ich möchte nichts mit irgendeinem Hinterhalt zu tun haben. So. Müssen wir hier durch? Okay. Fragezeichen werde ich gekonnt ignorieren. Oh. Eingerastet. So. On the way to Amarillo. Ja, schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Können wir hier noch was mitnehmen? Nein, hier haben wir alles gelootet. Alles klar. Okay, hier sind wir falsch. Ja. Da unten kommen wir zu dem See. Hier waren wir ja schon gewesen. Alles klar, erstmal umschauen. Wir ziehen mal die Waffe. Ich höre schon wieder was. Das sind ja nur Türen gewesen hier, ne? Na komm, geh auf. Das war's. Danke. Schön gemacht, Dicken. Schön gemacht, Dicken. Ja, toll. Haben wir natürlich alles maximal. Verdammt. Hier muss es doch noch irgendwas für uns geben. Außer den da. Ja, ein Ohr kann man immer gebrauchen. Oh. Okay, also im Auto sitzen zwei und ein Mistvieh ist da drin. Schauen, kann man? Das können wir ja mal probieren. Wenn man das Auto anzündet, brennen die dann? Schmort in der Hölle, verdammte Freaks! Also das war cool. Das war gut gemacht. Na? Oder? Was zum Teufel ist hier passiert? Ich hoffe, es gibt hier noch was, wofür sich die Mühe lohnt. Eine Schachtel mit Nägeln, ja, tatsächlich. Hat sich gelohnt, Deacon. So, ich will aber zu diesem Nero-Punkt da unten. Wie kommt man denn da hin? Wir nehmen mal das Bike mit der Streckenerkennung, ne? Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass ich alles umständlicher mache, als es eigentlich ist. Hier rechts. Okay. Jäger, auch das noch. Also der hat mich jetzt hier rumgeführt, ne? Hier und dann links. Oh. Okay, ich will da runter. Wo bist du? Boah, sind da schon wieder viele? Da bist du, okay. Hi. Na, kommt mal her. Ich will meinen ganzen Schrott raushauen, nur wegen denen.
Noch einer? Es wird Nacht, deswegen, okay. Okay, es wird Nacht. Ah, hier geht's dann runter. Alles klar. Hier nicht. Doch, irgendwie muss das hier, ne? Aber hä? Moment. Wir sind da. Okay, die Streckenerkennung hätte uns anders geführt. Verdammt. Verdammt. Springen bringt nichts, da sind wir tot. Wie gesagt, ihr lieben kleinen Freaker, lasst mich jetzt bitte in Ruhe. Ah. Auch etwas hoch. Oh, wieder ganz interessant hier. Na? Ein bisschen rumzukrusen. Eine Nacht- und Nebelaktion. Also, nein, seht ihr, hier geht's nämlich gar nicht lang. Hier müssen wir lang. Hier. Und dann hier. Da oben standen wir ja, ne? Hier waren wir noch nie gewesen. Also speichern wir das Ganze. So. Ein Taucher. Kann man sich die Taucheruniform nehmen? Oder ein Boot? Boot fahren kann man ja hier nicht. Wir werden es darüber niemals schaffen. Wir haben gespeichert, oder? Wir müssen versuchen zu schwimmen. Aber der kann ja nicht schwimmen, der Deacon. Gut. Gibt es hier einen flachen Weg? Es muss ja einen Weg geben, ne? Ich probier's. Ich kann tatsächlich ein bisschen schwimmen. Ja, super. Schön kann er schwimmen. Wie schaffen wir das dahin? Wie kommt man dahin? Das Bike geht unter. Ich kann unser Bike nicht opfern. Das muss ja von hier aus gehen, ne? Irgendwie. Uah, zurück zur Küste, schnell. Shit. Shit, shit, shit. Ich könnte was Extremes probieren. Das machen wir jetzt auch. Wie gesagt, wir haben ja gespeichert. Ansonsten bringe ich mich halt mal schnell um. Schnelltiken, Schnelltiken, Schnelltiken. Haha, cool. So, ich glaube nur nicht, dass wir das Bike da wieder rauskriegen. Versteckt sich hier irgendwas? Nein. So, wo ist dieser Nero-Punkt? Wir sind jetzt hier auf der Insel. Wo ist aber der Nero-Punkt? Da ist der Hubschrauber. Ja, Mann! Sehr, sehr geil. Schrott! Gut. Und da haben wir den letzten Injektor. Injektor. Und rein damit!
schlafe ich wenigstens nicht ein. So. Ja, saubere Arbeit, ne? Halt, das Funkgerät muss man auch mitnehmen. Oh, ein Mikrorekorder. Hallo. So. 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 Noch mehr? Krasser Heli-Absturz hier auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur schauen, wie wir das jetzt mit unserem Bike machen. Da steht's ja, ne? So, vielleicht klappt ja... Nein. Nein. Ich muss das doch hier mit rauskriegen. Das sein, dass wir jetzt auf der Insel festsitzen? Ja, ne? Und ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Wie kommt man denn wieder darüber? Ein Boot funktioniert nicht. Verdammt, ich kann das nicht speichern. Da sieht's flach aus hier. Nein, das wird nichts. 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 Huh. Okay. Okay. Auf der anderen Insel, auf der anderen Seite gibt es natürlich keinen Weg, ne? Zur richtigen Insel. Nein. Schnellreise werden wir auch nicht machen können. Weil unser Bike ja, wie gesagt, zerstört ist. Ach, traumhaft. Okay, na gut, wir können uns jetzt nur umbringen. Wir können uns nur nochmal umbringen. Wir wissen ja jetzt, was uns auf der Insel erwartet. Deacon, schwimm mal ein bisschen schneller. Mal ein bisschen, nur ein kleines bisschen, Deacon. Ah, kann er nicht. Das ist eine Napfsülze, ehrlich. Man müsste also mit dem Bike etwas schneller springen. Na? Haben wir den Nero-Punkt jetzt? Nein, der ist natürlich nicht dort. Gut. Okay, also ein bisschen weiter springen mit dem Bike. Und dann klappt das Ganze auch. Ja, sorry, Leute. Das aber muss ja auch mal gezeigt werden, ne? Nehmen wir von hier unten Gas. Ach, wieder nicht geklappt. Okay, gleich mal umbringen lassen. So. Okay, also mit Lachgas. Vielleicht eventuell mit Lachgas. Mit Lachgas, mit Lachgas. Ich werde das dann, denke ich, mal eh schneiden, ne? So. Okay, nochmal das Ganze. Das war jetzt Rotz. Nein, das war Rotz. Ich werde vielleicht gar nicht mal die Kurve fahren, sondern werde das Lachgas. Ich werde nur bis gerade hochfahren, dass wir einen guten Winkel haben. Und dann zünde ich das Lachgas und dann fahren wir darüber. Na, muss ja irgendwie, muss es funktionieren. So, quasi von hier.
Ja. Genau so geht's. Genau so kommt man hierher. Und dann können wir von hier aus die Schnellreise machen. Ja, das ist doch perfekt. Brauche ich. Das ist doch perfekt, perfekt, perfekt. So, dann holen wir uns nochmal diesen Rekorder. So. Oh, ein Mikrorekorder. Ja, ein Neuro-Injektor. Mal sehen, ob der noch geht. Schrott nehmen wir auch mit, der da rumliegt, ne? Ja, so wird's gehen. Okay, dann plündern wir hier nochmal die Leute. Ja. Schrott maximal kann gar nicht sein. So, 19 mal Schrott am Start. Ist mal wieder gut befüllt hier. Mehr ist hier nicht. Benzinkanister. Den nehmen wir mit. So. Oh, dann mal los. Ich habe den Benzinkanister verloren. Verdammt. Gut, Schnellreise ins Camp. Warum kann ich... Warum kann ich von hier aus keine Schnellreise ins Camp machen? Ah, gutes Timing. Fertig. Weil es sind doch hier keine Gegner in der Nähe und nix. Schnellreise nicht möglich, aber warum? Wie zur Hölle soll ich denn dann von der Insel wieder runterkommen? Ich glaube nicht, dass das von hier aus funktioniert. Wir könnten es probieren. Wir könnten es probieren. Wir fahren mit dem Bike hier hoch. Drehen wir hier. Und dann mit Lachgas. Wow, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ich würde gerne schnell speichern. Ich würde gerne schnell speichern. Ich, hallo? Spiel speichern geht auch nicht. Was? Was ist hier los? Was ist denn das schon wieder für ein Bug? Liebe Entwickler. Holla, der Wood Ferry. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Ach du Schande, geht das wieder los? Ja, Mann. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Schön penetriert. So. Und so. Und alle geplündert. Jawohl. Ach, das ist mein Bike. Ich dachte, da steht wieder irgendwas rum. Ja, hilf lenken. Die Ochsen laufen ins Korn. Jetzt kann ich schnell speichern. Sehr gut. Und dann mal ab ins Camp. Mit dem Sauwetter her.
Sehr, sehr schön. 20.600 Camp-Punkte haben wir bereits wieder. Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Okay. Schüsse. Oh Mann. Was echt, was für ein schweinesaumäßiges Wetter, ne? Ich möchte jetzt bitte nicht die Mission starten mit Sarah. Darum in einen gebührenden Abstand hier außen rum. Okay, die ist jetzt erst dort. Ich fahre jetzt einfach vorbei mit dem Bike. Ciao. So, Leute. Corporal St. John. Hallo. Hey Sergeant, du lebst ja immer noch, wie ich sehe. 15 Schweineohren. Mach ich. Corporal Deacon St. John. Mein Freund. Hey Sarge, wie geht's? Okay, na freu dich, ne? Immerhin. Deacon, Corporal St. John. Schön, dich zu sehen, Mann. Hey, Sarge. Mein Bike kann ich selber reparieren, ne? Corporal St. John, Deek, wir sehen uns. So, genau, da brauche ich nämlich keine Punkte ausgeben. Aber vielleicht gibt's ja noch eine Verbesserung. Deek. Corporal, hey. Sarge. Achso, kann ich nicht, okay. Deek, Corporal. Dann hat man ja diese neue Waffe, ne? Deek. Befehlshabender Corporal. Hallo, mein Freund. Sarge, wie geht's denn so? Chicago Chopper? Nee, wir hatten irgendwas. Nicht der Cowboy, Gottes Willen. Eliminator, Handfeuerwaffe, schön. War die bei Spezial? Oder im Schrank oder irgendwo? Eine neue. Da ist die Rockchock. Der Schaden ist geringer, aber die Präzision ist besser, ne? Magazin ist auch kleiner. Wenn der Schaden aber geringer ist, dann brauchen wir die nicht. Komm schon, Mann. Nein, ich will die nicht. Willst du selber essen? So, bis Leute. Dann, bis dann, hau rein, mein Freund. So, was haben wir noch? Ein bisschen Wolf- und Puma-Fleisch hat man noch zu vergeben. Und dann... So. Das war's erstmal. Zack, fast 21.000 Punkte, fast Stufe 3 erreicht. Wenn wir, denke ich mal, die nächste Mission für den Colonel gemacht haben, dann haben wir auch die Stufe 3. Die machen wir aber in der nächsten Folge. Heute einfach nur mal zum Zeigen, wie man auf diese Insel kommt. Also dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.